Es geht um Formate des Politischen. Ich fange an mit einem Zitat von dem im Moment sehr heftig diskutierten französischen Philosophen Jacques Rancière. Der hat mal gesagt, Zitat, alle Kunst, die Kunst sein will, ist politisch. Was Jacques Rancière damit meint, macht vielleicht folgendes Zitat von Theodor W. Adorno deutlich. Theodor W. Adorno kennt ihr hoffentlich alle, das ist einer der führenden Philosophen der Frankfurter Schule. Selber war er Zwölftonkomponist. Dieser Zwölftonkomponist hat mal gesagt, Zitat, das engagierte Kunstwerk entzaubert jenes, das nichts will denn Dasein als Fetisch, als müßige Spielerei solcher, welche die drohende Sintflut gerne verschliefen gar als höchst politisches, apolitisches. Das Zitat lese ich nochmal vor, weil es a. wichtig ist und b. kompliziert. Also nochmal, das engagierte Kunstwerk entzaubert jenes, das nichts will denn Dasein als Fetisch, als müßige Spielerei solcher, welche die drohende Sinnflut gerne verschliefen gar als höchst politisches, apolitisches. Theodor W. Adorno unterscheidet hier zwischen zwei Formen der Kunst. Beide jedoch sind höchst politisch. Zum einen ist da die Kunst, die als müßige Spielerei für solche funktioniert, die gerne, wie er sagt, die Sinnflut verschliefen. Also für die meisten Sammler und für weltfremde Kunsthistoriker zum Beispiel. Diese Kunst wäre etwa eine hübsch lifestyleige Streifmalerei, wie hier in der Schaufensterdeko in der Documenta Stadt Kassel, oder auch bloß intelligente und selbstverliebte Postkonzeptkunst der Marke Städelschule. Politisch ist all diese Kunst deswegen, weil es ihr gelingt, aufgrund ihres bewusst apolitischen Ansatzes politisches Prekäres affirmativ wegzuschweigen. Laute Töne würden ja besagtes Verschlafen erschweren. Zum anderen benennt Adorno hier die engagierte Kunst, die als explizit politische die andere Kunst zum bloßen Fetisch entzaubert, als überteuertes Sammlerobjekt, wie wir es derzeit in den viel zu vielen Galerien und auf den allzu vielen Kunstmessen überall sehen können. Wichtig ist bei Adorno der Begriff engagiert. Dieser Begriff fordert nämlich einerseits ein Einmischen von Kunst, impliziert aber andererseits nicht den Begriff der Wirkung. Dieser Begriff der Wirkung wird ja oft benutzt, um politische Kunst zu diskreditieren, hat diese doch leider eigentlich nie direkte politische Auswirkungen. Diesen Erfolg aber fordert Adorno bewusst nicht ein. Engagement ist eben auch dann Engagement, wenn es keine Wirkung hat. Und ethische Haltung ist gerade dann ehrenvoll, wenn sie auf verlorenem Posten steht.